verstehe, handelt Archiv der Erschöpfung zwar von der Stadt, die sich erhebt aufgrund einer Naturkatastrophe, es ist aber durchaus eine Metapher, so greife ich das jetzt in der Erzählung jedenfalls auf, für einen Zustand der Hauptperson, aber darüber hinaus auch einen Zustand in der Gesellschaft, die am Rande der Erschöpfung immer laboriert, nie zur Ruhe kommt, nie runterkommt, sondern nach diesem Modus operandi verfährt, ach, eigentlich kann ich schon gar nicht mehr, na gut, ich mach noch mal. Und damit den Punkt total überreizt, wo man Schluss machen müsste mit irgendeiner Anstrengung oder einer falschen Situation. Sehr viel so Atmosphären an und es ist dann immer so ein bisschen die Frage, geht man da drauf oder ist nicht manchmal auch das vielleicht stärker, wenn man es in der Sprache belässt, ohne es sozusagen noch zu unterfüttern mit Musik. Ich habe ein bisschen versucht zu gucken, wie kann die Musik sozusagen die Vielzahl an Schauplätzen, Personen, so auch so losen Enden vielleicht ein bisschen strukturieren. Also wie kann man ein Gefühl dafür kriegen, dass sich das Sachen zusammengehören oder sich irgendwie zuspitzen? Strecken. Dann gibt es wieder dialogisches Material, aber vieles passiert also gar nicht in dem Sinne, dass es wirklich auf der Bühne passiert, sondern es passiert in der Sprache. Deswegen habe ich das, diese Figur des Autors anders zentral gestellt, dass der eben eine Erzählung fabriziert, die sich sozusagen in Teilen ergänzend dann auch abspielt. Lese ich die Sachen einmal einfach so durch, dann lasse ich es ein bisschen liegen, dann lese ich es nochmal und dann mache ich mir Notizen. Und natürlich gibt es dann immer Sachen, wo ich so Assoziationen zu habe, wo ich irgendwie denke, ah, das hört sich an wie, das könnte irgendwie eine Art von Blues sein oder eine Art von Gospel oder was weiß ich. So. Und, aber das meiste ergibt sich eigentlich auf den Proben. Also so, ich bereite Sachen vor und probiere es aus und meistens merkt man ziemlich schnell, ob was funktioniert oder nicht.